ne, wir haben ja gar keine Einsparung. Dabei haben wir doch erst letztes Jahr neue energieeffiziente Anlagen bei der Liegenschaft einbauen lassen. Da muss ich erstmal Frau Müller anrufen, nachfragen, was da los ist. Mein Rübe. Ja? Hallo, Frau Rübe. Ja? Nee, wie Energieeinsparung? Na, davon wüsste ich. Also, was soll ich Ihnen denn da jetzt sagen? Nee, also dafür bin ich ja nicht verantwortlich. Ich habe hier genug zu tun. Nee, also da müssen wir eine andere Lösung finden. Das ist wirklich nicht meine Aufgabe. Ja, wünsche ich Ihnen auch, Frau Rübe. Tschüss. Aber auch. Denkt, ich hab nichts zu tun hier, oder was? Was wollte ich denn eigentlich? Ich habe doch da letztens irgendwo eine E-Mail. Ah ja, hier, genau. Engito. Engito Web-App. An der TU Berlin wird seit Anfang 2017 am Fachgebiet Maschinen- und Energieanlagetechnik ETA und am Zentrum Technik und Gesellschaft ZTG am Forschungsprojekt Engito gearbeitet. Was steckt hinter diesem mysteriösen Namen? Engito bedeutet Energieeinsparungen durch geringinvestive technische und organisatorische Maßnahmen in komplexen Wärme- und Kälteanlagen. Im Projekt werden Potenziale zu Energieeinsparungen in öffentlichen Berliner Nichtwohngebäuden erforscht. Es wurden insgesamt 18 Liegenschaften, darunter öffentliche Unternehmen, Schulgebäude, Forschungseinrichtungen und Kitas, die bereits mit modernen, komplexen Energieanlagen ausgestattet sind, betrachtet. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden technische Messkampagnen, Auswertungen von Verbrauchsdaten, qualitative Einzelinterviews mit Akteuren unterschiedlichster Zielgruppen und Workshops durchgeführt. Die Ergebnisse der Ingenieur- und sozialwissenschaftlichen Analysen ergaben sowohl technische Fehler in der bestehenden Anlagetechnik als auch ungünstige arbeitsorganisatorische Bedingungen, die einen energieeffizienten Anlagebetrieb behindern. Bereits bei der Planung und beim Bau der Anlagen entstehen Fehler. Es bestehen Kommunikationsdefizite und bürokratische Hürden. Während der Inbetriebnahme der Anlagen wird das zuständige Personal meist nicht ausreichend angewiesen. Im alltäglichen Betrieb sind die Zuständigkeiten oft nicht klar geregelt. Es herrscht Personalmangel und dem energieeffizienten Betrieb der Anlagen wird häufig eine geringe Priorität beigemessen. Für das zuständige Bedienpersonal gibt es bezüglich Energieeffizienz zudem kaum geeignete Anreize. Diese und viele weitere Ergebnisse der Untersuchungen wurden verwendet, um spezifische Optimierungsmaßnahmen zu formulieren. Die Umsetzung von Maßnahmen in den teilnehmenden Liegenschaften wurden von WissenschaftlerInnen begleitet. So konnten teilweise mit den geringinvestiven Maßnahmen deutliche Energieeinsparungen erreicht werden. Im besten Fall führten die technischen und organisatorischen Optimierungsmaßnahmen zu 34% Energieeinsparungen. Um die Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen, wurde eine Web-App entwickelt. Sie ist ein Hilfsmittel zur Selbstevaluation und unterstützt insbesondere Gebäude- und EnergiemanagerInnen bei der soziotechnischen Anlageoptimierung. Die zukünftigen NutzerInnen wurden aktiv in die Entwicklung der Web-App einbezogen. In Interviews und Usability-Tests mit PraxispartnerInnen wurden Anforderungen erhoben und Feedback und Verbesserungsvorschläge zur Beta-Version gesammelt. So konnte die Benutzerfreundlichkeit der Web-App gesteigert werden. Die neu entwickelte Engito Web-App ist für Nutzer kostenlos und kann in allen Browsern genutzt werden. Sie ist für alle Interessierten zugänglich. Zur Nutzung der Engito Web-App registriert man sich auf der Webseite. Hier bearbeitet man einen individuellen Fragenkatalog. Als Antwortmöglichkeiten können Ja, Nein oder Unbekannt angegeben werden. Hier sind keine Messwerte nötig. Es erfolgt eine direkte Bewertung der Anlage durch eine Ergebnisdarstellung.
In dieser wird die Selbsteinschätzung der Nutzer und die Bewertung durch die Engito Web App grafisch dargestellt. Damit ist es für den Nutzer auch möglich, mehrere Liegenschaften zu vergleichen. Weiterhin gibt die App eine Liste von konkreten Maßnahmenvorschlägen für die jeweiligen Liegenschaften an, um energieeffizienter zu werden. Die einzelnen Optimierungsmaßnahmen sind nach Effizienzgrad priorisiert. Ein Bericht über die Liegenschaft kann man sich als PDF am Ende herunterladen und ausdrucken. Frau Rübe, wie sieht's denn jetzt aus? Was soll ich jetzt machen? Hier, die perfekte Lösung. Ah, Engito. Ja, geil. Da weiß ich ja, was ich jetzt zu tun habe. Dann schönen Tag. Ciao. Ebenso. Tschüss.